so schwer, einen guten Film zu machen. Man braucht sensationelle Schauspieler, man braucht ein tolles Drehbuch, man braucht natürlich eine hochauflösende Kamera und wenn ich es mir richtig überlege, braucht man auch noch eine tolle Maske, man braucht noch ein Kostüm, man braucht natürlich tolles Licht, man braucht einen tollen Schnitt, man braucht, ja, was braucht man denn noch? Man braucht Special Effects, man braucht ein Catering, gerade für die hungrigen Männer. Und wenn man das so weiterführen würde, dann merkt man irgendwann, dass aus dem Attribut nicht so schwierig ganz schnell sehr anspruchsvoll und zeitintensiv wird. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum 12. Kangaroo Award hier im wunderschönen Filmtheater am Sendlinger Tor. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Tina Kaiser und ich habe die große Ehre, heute bereits zum zweiten Mal auf dieser wundervollen Bühne zu stehen und mit Ihnen gemeinsam die Award Night zu zelebrieren. Erstmal herzlich willkommen auch alle Nominierten, alle Filmliebhaber. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier alle versammelt sind und gekommen sind. Und wir begrüßen natürlich auch den Ehrengast des heutigen Abends. Er ist extra aus Berlin angereist. Herzlichen Applaus, Heinz Hönig. Und Partner von Autodesk sind anwesend Matthias Schweiger, Martina De Leo Daudert und Enzo Müller. Und Sie hier, einfach da drüben in der ersten Reihe. Von Canon ist der Arne Stadler da. Von Panasonic und, oh, ein schwieriger Nachname, Bettina Schebiatowski. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. War es korrekt so? Ja, Gott sei Dank. Von der Firma Sattler, Tobias Keutin. Planet, Oliver Pröbst, Alexander Trautmannsdorf und Katja Kirste. Und von Pro7 Sat1 Digital David Henry. Und als Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt München, Filmstadtrat Walter Zöller. Herzlich willkommen. Hier zu mir auf die Bühne bitten und ich bin mir sicher, die hat die letzten Nächte nicht mehr als 2-3 Stunden geschlafen. Gestern Abend um 23.15 Uhr kamen die letzten Mails und dann kam noch eine nach und ich habe selten jemanden kennengelernt, der so viel Herzblut und so viel Engagement in eine Sache steckt. Und damit herzlich willkommen die Initiatorin des Kangaroo Awards und Geschäftsführerin der Lechner Media, Gabi Lechner. Mitten in der Nacht. Also das ist richtig, ja. Ich, ja, die letzten Tage waren etwas stressig, sagen wir mal so, etwas mit Arbeit angefüllt.